Quarth. Quarth? Oder egal wie man das Spiel ausspricht, es hat mich neugierig gemacht. Der Name ist so herrlich nichtssagend und es wurde jedoch in den Kommentaren von meinen Top 10 Gameboy-Spielen sehr lobend erwähnt. Wenn das so gut sein soll, muss ich es mir natürlich mal näher anschauen. Was taugt Quarth für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Ultra Nickel und von Konami 1990 in Japan und den USA veröffentlicht. Mir ging leider leer aus. Ebenso sieht es mit dem Re-Release auf der virtuellen Konsole des 3DS aus. Das Spiel ist dort nur in Japan und den USA erhältlich. Ursprünglich wurde das Spiel ein Jahr zuvor in der Spielhalle veröffentlicht. Auf den ersten Blick scheint das Spielprinzip klar zu sein. Unten ist irgendetwas Raumschiffmäßiges und kann schießen. Dann muss es ja wohl ein Shoot'em'up sein. Weit gefehlt, es ist ein Puzzlespiel, das nur mit einem flüchtigen Blick so aussieht. Das Grundprinzip ist dabei sehr, sehr einfach. Ihr steuert ein Raumschiff. Das befindet sich am unteren Bildschirmrand. Das könnt ihr nach links und nach rechts bewegen. Mit dem Raumschiff könnt ihr Blöcke verschießen, welche die Größe von 1x1 Feldern haben. Am oberen Bildschirmrand kommen nun verschiedene Blöcke in den verschiedensten Formen auf euch zu. Diese haben aber alles gemeinsam. Es sind keine geschlossenen Quadrate oder Rechtecke. Das geht natürlich mal gar nicht und so ist eure Aufgabe klar. Ihr müsst diese Lücken füllen. Habt ihr ein Viereck vervollständigt, verschwindet es nämlich und es geht weiter. Erreichen unvollständige Formen den unteren Bildschirmrand ist natürlich Game Over. Klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr simpel, aber es ist komplexer als ihr denkt und ihr müsst durchaus taktisch vorgehen. Dauerfeuer geht erstmal gar nicht, da ihr so eure Situation im Zweifel nur verschlimmert. Außerdem müsst ihr auch überlegen, wie ihr verschiedene Formgebilde erledigt. Lieber auf Nummer sicher gehen und die einzelnen Elemente für sich selbst auflösen oder gleich den ganzen Klumpen auf einmal, was aber natürlich etwas schwerer ist. Für den letzteren gibt es immerhin mehr Punkte. Zum Start einer Runde könnt ihr aber ähnlich wie in Tetris erstmal euer Spielerlebnis euren Bedürfnissen anpassen. So könnt ihr euch eines von vielen verschiedenen Raumschiffen aussuchen. Das ist allerdings nur eine optische Unterscheidung, verschiedene Spieleigenschaften haben die leider nicht. Außerdem könnt ihr noch aus 9 verschiedenen Stages aussuchen. Je höher die Stage, desto schwieriger wird es natürlich. Und dann gibt es noch 3 Level, die das Ganze je nachdem noch schneller machen. Theoretisch halten euch also 3x9 Level auf Trab. Das war es dann aber auch schon an Spieloptionen. Es gibt noch den obligatorischen Multiplayer-Modus, aber den konnte ich wie immer natürlich nicht testen. Aber wisst ihr was? Normalerweise würde ich ja meckern, dass es zu wenig Umfang gibt, aber hier reicht mir das vollkommen aus. Das Spielgefühl ist so angenehm fluffig, dass es gar nicht mehr braucht. Technisch, naja, ihr seht es ja die ganze Zeit selbst. Es ist ein früher Gameboy-Puzzler. Da überrascht es natürlich nicht, dass sowohl die Grafik als auch der Sound auf das Notwendigste beschränkt sind. Aber das ist auch okay und stört jetzt nicht großartig. Was taugt Quarth für den Gameboy also heute noch? Ich bin durchaus angetan von dem Spiel. Es vermag einen sehr schnell hineinzuziehen und ehe man sich versieht, hat man schon eine halbe Stunde verdaddelt. Für mich wieder mal ein perfektes, kleines, aber feines Puzzlespiel für den Gameboy. Schaut es euch mal an, vor allem weil das Modul echt günstig ist. Das war der Test zu Quarth für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.